Lead me out, and we shall brave together the rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind. In the midst of the pitch black night, the morning star shall glisten. So Leute, und damit geht's weiter mit Let's Play Shenmue. Ich wollte einfach nur mal diesen schönen Trailer, also Trailer in Anführungsstrichen zeigen, der immer am Anfang läuft, wenn man hier ein bisschen das Spiel laufen lässt. Sehr cool, Mann, weil dieses seltsame Mädchen, das haben wir ja in Shenmue 1 immer in unseren Träumen gesehen. Also ich träume ja eigentlich nur von Joy. Nein, aktuell haben wir es noch nicht gesehen, aber ihr seht diese... Der Mann, der aus dem Osten kommt und eben diese seltsame Kraft hat, die uns zerstören wird oder eben alles retten wird. Oh, verzeiht. Was war denn da los? Entschuldigung. Zack. Zwei. Alter. Jetzt hat er so wenig nur gemacht. Jetzt läuft's gar nicht mehr. Es hat das Spiel entdeckt, was ich mache. Und zumindest, also, ich hoffe, wir werden da nochmal ein bisschen mehr darüber erfahren, was hier genau los ist. Ja, was ist hier los? Was machen wir denn hier, außer dass wir die ganze Zeit neu laden? Wie im letzten Part, tun wir hier noch ein bisschen Geld verdienen. Ich möchte auf so knapp 2000 hoch, damit wir hier dann ein bisschen was mal zur Seite legen können. Das heißt, wir müssen noch 2-3 Ründlein gewinnen, im besten Fall 3. Aber es müsste aber klappen, weil irgendwie die letzten paar Male lief es nicht so gut. Wir brauchen nämlich 500 Yen, damit er uns Ren von den Heavens hier empfängt, weil nur die Spendablen werden reingelassen. Und der verschmort. Ich bin doch nicht spendabel. So, jetzt wirft er 10er. Alter, jetzt hast du 4. Also wenn den jetzt nicht über... Wenn jetzt er 2 oder... 3 oder 4 wirft, dann hasse ich dich, Bruder. Schmeiß mir ein Gamepad auf dich, Mann. Alter, ich dachte gerade, ihr habt gesehen, da war jetzt nur 2, das hätte jetzt echt 3 sein können. Doch, kann ich. Was willst du machen? Willst du deine Schläge auf mich schicken, oder? So, die beiden hier. Obwohl, man darf niemanden unterschätzen, Mann. Jeder von ihnen könnte sogar Feng Shui-Meister sein. So, wir zocken jetzt noch 2 Runden, wie gesagt. Also 2 Runden, die wir hoffentlich gewinnen. Und wenn wir das geschafft haben, dann schauen wir, dass wir zu den Heavens gehen und Garous abkassieren. So, da wir jetzt keine Bücher mehr tragen müssen, auch genügend Kohle haben, stehen wir jetzt echt nicht mehr unter Zeitdruck. Das ist ganz nice. So, und im Hotel, wir wohnen jetzt eh so, wie es aussieht, bei Wong. Müssen wir ja eh nichts zahlen. So, ich ganz cool. Da wird unser Geld geklaut. Ja, 7. Ja, so. Ja, ich würfel weniger. Haha, von wegen. Das ist nicht, was ich erwartet habe. Do you want to play again? You're having a run of good luck. Ich bin ja auch cool, Mann. Nee, bin ich nicht. Ich bin eigentlich nur vorsichtig. So, weil ihr seht ja, wie wir das schön machen. Speichern und laden, Mann. Weil es ist für das Let's Play die schönste Strategie. So, zack. Jetzt testen wir es aber noch einmal. Da müssen wir ihn nochmal neu laden. Das ist eh klar, weil gegen den kann man nicht gewinnen, gegen den alten Typen hier. Der schummelt nämlich, der hat wahrscheinlich so... Ich sage, entweder hat er irgendwelche Tai Chi, Karate, Taekwondo Fähigkeiten, die ihm helfen, oder er cheatet einfach. 12. 9. Ist schwer zu übertoppen, aber könnte man, aber ich schaff's nicht. 10. Na, ich schmeiß weniger. Alter, 8. 7, Entschuldigung. You might get better results next. Nee, gegen dich kann man nicht gewinnen. Das ist schon in Ordnung, Mann. Ich weiß schon, dass du unfair bist. Deswegen ist mir das aber auch wurscht. Bam! Zack! Und schon habe ich mein Geld wieder drin. So. Weil ich sag, wie oft haben wir jetzt gegen den gewürfelt? 5, 6 Mal und wir haben kein einziges Mal gewonnen. Also kannst du mir echt nicht erzählen, dass das wir ist, Mann. So. Spiel lieber gegen den. Bei den sind es 300. Das ist ganz in Ordnung. So wie sei gesagt, es gibt später noch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Da haben wir dann auch mehr größere Summen. Da müssen wir dann auch was machen. Das wird doch lustig werden. Das wird doch lustig. Aber immer müssen wir dann nicht irgendwelche Glücksspiele spielen. Skillbasierte Spiele. Das ist noch viel schlimmer. Ich würde keine 8 würfeln. Ich würde 7 würfeln.
Ha, 5. Jetzt lasst mich doch diese eine Kackrunde noch gewinnen. Wenn ich die eine Runde gewonnen habe, dann habe ich genug gewonnen. Dann bin ich zufrieden. Erhaltet euer Gosche. Nein. Rio, du musst nicht immer die Leute nerven. Nervt mich. So, aber so nice, Mann, wie schnell die Ladezeiten gehen. Also ich erinnere mich, Shenmue 1 und 2 auf dem Dreamcast hatten auch nicht so lange Ladezeit, aber pff, wie smooth das hier geht, Mann. Respekt, Mann. Weil, da wir ja in der PS3-Ära schon begonnen haben und jetzt in der PS4-Ära gesagt haben, mal, Ladezeiten, das sind etwas, das mögen die Videospieler. Lieber haben wir große Welten. Days Gone, The Witcher, coole Spiele ohne Frage, aber dafür hast du halt bei jedem Spiel, weiß ich nicht, 60 bis 90 Sekunden Ladezeit. Days Gone hat so brutale Ladezeit. Alter. Days Gone ist eins der Spiele wirklich, was die brutalsten Ladezeiten haben. Dabei ist es ja wirklich ein, ist leider ein bisschen unterschätztes Spiel. Meine Augen zumindest. Witcher, bestes Beispiel, gilt ja für viele als das beste generell Spiel der PS4 und Xbox-Generation. Könnte ich mir anschließen, also würde ich auch meine Top 5 reinwählen. Bestes aber Persona 5. Aber Ladezeit, Mann. Unity, Odyssey und Origins, die Assassin's Creed Spiele. So furchtbare Ladezeiten, Mann. Und jetzt schau dich mal das an. Zack. Rausgehen, reingehen. Jetzt komm, lass mich gewinnen. Ich möchte immer weitermachen. Alter, hört mal auf, 8 zu würfeln. Ich habe mein ganzes Würfelglück verbraucht, Mann. Please. Ihr wisst doch, vorher habe ich mal 12 gewürfelt. 10. Keine Ahnung. Doch, denn ich habe nun fast meine 2000 Credits. Das langt mir. Speichern wir nochmal. Wollen wir es nochmal gegen einen anderen Typen versuchen? Nein. Oh, jetzt. Ich bin immer verleidet, auf Verlassen zu drücken. Wieso Verlassen? So. Das passt. Oh, Leute, es ist fast 7. Dann muss ich heimgehen. Joy vermisst mich schon. Nein. So. Dann gehen wir jetzt erstmal da lang. Zum Golden Quarter. Denn wir müssen uns ja auch, wie gesagt, also, weil, da machen wir jetzt mal einen kleinen Schwenker hier. Zack, zack, zack. Seht ihr übrigens meinen schönen Judgment-Hintergrund. Wir sind ja dabei, wie gesagt, die Platin-Trophäe zu erholen. Und da gibt es ein paar malige Trophäen. Nicht so viel, dass wir jetzt spoilern. Man muss 15 Kampftechniken nämlich lernen hier, genau. Und die 4 Arcade-Spiele machen. Das war ja das, was wir in den letzten Parts gemacht haben. Weil, jetzt zack, das Shenmue auf Platin durch, Mann. Die Arcade-Spiele haben wir beim letzten Mal gemacht. Beim letzten Mal? Ah ja, das war beim letzten Mal, echt. Oder war das diesmal? Ich hab schon wieder vergessen. So. Na, aber beim letzten Mal hört es. Passt schon. Und ja. Damit wir hier Platin holen, müssen wir das einmal mit diesen Arcade-Automaten machen. Dann haben wir jetzt ja die schon gespielt. Und die 15 Kampftechniken lernen. Die Kampftechniken, da haben wir jetzt, glaube ich, 5 oder 6. Fehlen natürlich immer noch einige. Und deswegen gibt es ja wie in Shenmue 1 auch die Option, sich die zu kaufen. Wir hatten ja in Shenmue 1 dann auch ein, zwei Läden, wo wir uns die gekauft haben. Nicht, dass wir sie anwenden, weil wir hauen ja einfach nur blöd drauf. Und dann müssen wir jetzt zu Wise Man Kung Fu, wenn ich mich nicht ganz irre. Das war genau der Laden, wo wir auch die erste Information zum Manmo-Tempel hier erhalten haben. Da bin ich schon mal komplett falsch. Da bin ich auch komplett falsch. Schon wieder hier planlos in der Gegend rumlaufen. So. Aber das reicht jetzt, dass wir zumindest fürs erste Mal hier ein bisschen Geld haben. Das ist in Ordnung. Weil, wie gesagt, 500 Credits verlieren wir jetzt so. Und ja, wahrscheinlich werden wir 1000 nochmal so verlieren jetzt. Aber dann hätten wir immer noch so knapp 300, 400 übrig, dass wir halt auch mal ein bisschen was übrig haben. Weil vielleicht kaufen wir uns ja auch mal wieder Stadtkarten. Für 10 Hongkong-Dollar und dann haben wir die wieder nicht. Und dann kennen wir uns wieder nicht aus. So, wo war denn wieder Weißmann Kung Fu? Boah. Da geht's runter zu Feng Mei und Sions Wohnung. Da ist immer nicht mehr so erwünscht. Hey, wo der Laden wieder ist, Mann. Der war irgendwo in der Ecke und da war die Tür dahin. Memo Medicine. Da.
Nö. Da? Nö. Vielleicht, wenn ich oft genug da sage, vielleicht taucht der Laden einfach auf. Na, da war aber nicht so am Anfang, oder? Man Mo. Finde ich diesen verdammten Laden nicht. Weiß mein Kung Fu. Ich dachte, der war da unten gewesen. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass der da unten ist. Kann mich doch nicht raus mit meiner Westentasche. Leider. Manmo Bistro. Da waren wir auch. Was wir schon eigentlich als hier erkundet haben, wollte ich nochmal angemerkt haben müssen. Gar nochmal so wenig. So, jetzt sind wir zwar einen anderen Weg gelaufen, aber so richtig weiter hat uns das nicht gebracht. Weißmanns Pawnshop, da möchten wir ganz sicher nicht hin. Scarlet Hills. Da geht's zum Lucky Charm Quarter, da möchte ich jetzt auch noch nicht hin. Da sind wir, wie gesagt, nicht so gerne gesehen. Wo ist denn dieser verdammte Laden, Mann? Bro, echter Map, Mann. So, oh oh, Leute, die Zeit vergeht hier viel zu schnell. Oder war der ja gar nicht in dem Bereich? Manmo Medicine. Ich finde ihn nicht, Leute. Ich finde ihn einfach nicht. Da war das sicher nicht. Das ist echt scheiße. Dann machen wir das mal anders. Ist jetzt auch nicht so tragisch, aber ich hätte das jetzt gerne abgeschlossen, weil dann wären wir erstmal fertig gewesen. Aber vielleicht sind wir auch im falschen Viertel. Das kann jetzt echt sein. Ich dachte aber echt, dass wir hier. Aber warte mal. Da ist doch, vielleicht war es auch im Lucky Charm Quarter. Das kann natürlich sein. So, warte hier. Schauen wir jetzt hier nochmal. Ach komm, dann machen wir da nochmal einen kleinen Rundgang hier durch die Stadt. Es gibt Schlimmeres. Da war irgendwo in der Ecke. Das weiß ich nur. Mehr weiß ich leider nicht mehr. Nee? Da war so ein ganz dickes rotes Schild davor. Muss ich nochmal meinen alten Let's Plays rausholen, oder? Aber der war ja nicht. Der war nicht in dem Viertel. Gibt es kein. Es gibt doch ein Wiseman Quarter, vielleicht müssen wir auch dahin. So. Ach komm, ist jetzt auch wurscht. Ist mir jetzt alles wurscht. Wir gehen jetzt zu Ren. Damit uns immer einer mal hier hilft. Wenn nun schon die Leute hier nicht helfen, die Läden verschwinden. Und ich mein ganzes Geld immer hier verzocken muss, damit ich irgendwie mal weiterkomme. Machen wir lieber etwas Sinnvolles. Und tun hier mit der Story weitermachen. So. Bin ich hier ganz umsonst hingelaufen. Na egal, haben wir einen kleinen Stadtbummel gehabt. So, das ist auch das unnötigste Stadtviertel. Ich meine, es war schön hier, weil das ist halt wirklich riesig hier. Die Gebäude, ihr merkt auch bei Nacht, das ist ja Tag. Aber von der reinen Story ist das wirklich das unnötigste. War außer, dass man den einen Schüler von hier findet, der in dem Gebäude hier drin ist. Können wir mal schauen, wie es dem geht. Und hier Steine zaubern muss, ansonsten passiert hier nichts. In allen anderen Vierteln ist eigentlich immer ziemlich viel los. Am meisten natürlich in Aberdeen, denn dort sind wir angekommen und jetzt haben wir hier die schönen Probleme mit den Heavens. Finde ich übrigens geil, was hier uns der Kontaktmann zu Jan dazu gesagt hat. Finde Ren of Heavens. Das ist einfach so ein Ding, Mann. Alter, und wir wissen einfach noch nicht, wer dieser Ren ist. Wir hören immer schlimme Geschichten über. Wir schreiben so ultra stark, ultra gefährlich. Das war ja auch der Grund, wieso Suyin nicht mehr mit uns zu tun haben will, weil sie einfach sagt, mit Ren legst du dich nicht an. Wir sagen, wir brauchen Ren. Mit Ren legst du dich nicht an. Wir brauchen Ren. Na, dann geh halt. Mach, was du willst, Ryu. Ich liebe dich. Alle lieben uns, Mann. Joy. Suyin. Feng Mei ist unsere kleine Schwester geworden. Eigentlich sind wir eine große, glückliche Familie. Hab schon Nozomi vergessen. Aber es ist Shenmue 1. Wer war das nochmal? Die ist irgendwo nach Kanada geflogen. Was interessiert mich nicht. Aber wir tragen immer noch ein Foto von uns bei ihr. Von ihr. Tragen wir das immer noch bei uns. Weil
So ganz aber nicht die doch vergessen. So, aber die nächste Frage ist, wo ist eigentlich Tom, unser Hotdog-Mann? Der braucht unbedingt einen Return in Shenmue 3. Der hat uns da die ultimative Technik, Mann. Der Currywurst-Dantler. Oder irgendwie so. Was eine, ich meine, der hat uns doch diesen Spinning-Kick erklärt. Und der ist eigentlich ganz cool. Den nutzen wir sogar, aber das ist ja eh was Historisches, weil eigentlich, wir kennen ja meine Kampfstrategie. Schlagen, 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 schlagen. Hat bis jetzt meistens funktioniert. So. Hey! If you want to go through, show me the sign! Here. Alright, go through! Jetzt hätte es zu mich aufhalten können, hätte ich hier reingeholt, Mann. Hätte ich plack gemacht. Verstehe ich eigentlich nicht. Ganz ernsthaft, als wir hier reingegangen sind. Erst läuft er, sucht die Heavens. Dann weiß er, wo die Heavens sind und der sagt, wir kommst hier nicht rein. Und dann geht er zu irgendwelchen anderen Typen und verkloppt sie, damit er reinkommt. Anstatt dass er einfach gleich den Typen verkloppt, um reinzukommen. Aber ihr wisst ja, wir sind Ryo Hazuki. Wir machen das immer lieber schwer als leicht. Merkt übrigens, dass uns jemand mal angreift, was ich ganz geil finde. Das sind keine random Encounters mehr. So, dann schauen wir mal. Bexy, I got the money. Und was hast du für mich? I've got $500 ready. Hand the money over. I'll give it to him in person. Well, all right. Follow me. Sam, Larry, we're leaving. So, denn nun wird es spannend. Wir haben es nun geschafft und werden endlich eine Audienz bei Ren bekommen. Doch bevor es soweit ist, ein kleiner Cut und beim nächsten Mal geht es ja wieder richtig los. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.